Ölgemälde, Ölgemälde und Aluminiumarbeiten? Am Nachmittag des 29. Juni wurde in der Winners Gallery in Beijing die Gruppenausstellung österreichischer Künstler Folds in Space mit Werken von 5 österreichischen Künstlern eröffnet. Andreas Weiner, Dominic Lauder, Catherine Isabel Rombeck, Hans Kupavisa, 还有 Thelma Hertz， 他们为了这个空间，去创造了这一系列的作品。 Die Ausstellung basiert auf der Theorie des gefalteten Raums, die der französische Philosoph Gilles Deleuze in den 1980er Jahren entwickelt hat. Deleuze vertrat die Ansicht, dass die Welt und die Materie aus immer kleineren Falten bestehen, die ihre ursprünglichen Grenzen überschreiten und unendliche Ausdrucksformen und freie Existenzzustände schaffen. What first caught my interest in the motif of drapery and folds is that it's like this very ambiguous, ambivalent surface. So at the one hand, I can depict the folds of aluminium foil that it is actually. On the other hand, this material can evoke associations of nature, maybe of landscape. For instance, in the painting behind myself, the work is called Iris, and it was specifically created for this exhibition. So. Yet the folds are readable as such, but at the same time you could think of a mountain, of a horizon, of a landscape scenery, so to speak. Hans Kupelwieser hat eine Methode der Poststruktur entwickelt, bei der er industrielle Materialien und Maschinen einsetzt. Seine Werke zeigen nicht nur die Faszination der Faltung, sondern auch die Kunst des Zufalls. Diese Arbeiten, die hier ausgestellt sind, sind auch geformt aus Aluminium, mit einem großen Schrottbagger verformt und erst nachher dann etwas nachbearbeitet. Und die Farbe, das sind eloxierte Aluminiumrelief, nicht lackiert, sondern das ist im Aluminium ist die Farbe dann drinnen. Das sind ganz spezielles Verfahren. Eben weil ich mit Maschinen arbeite, das heißt, ich mache die Arbeit nicht von Hand aus, spielt immer ein gewisser Zufall auch eine Rolle. Und ich habe das gesehen, zum Beispiel auch in der chinesischen Kunst gibt es das. Und zwar, ich war in der verbotenen Stadt und da gibt es einen Skulpturenpark, wo Skulpturen sind und wo auch gefundene Steine sind, die dann auf Sockeln gestellt werden. Und die Steine werden so lange gedreht oder hingelegt, bis sie irgendwie interessant sind. Und so mache ich das mit meinen Skulpturen genauso. Diese Ausstellung bietet eine spannende Gelegenheit für den künstlerischen Austausch zwischen China und Österreich. I think it's a great experience and a big chance for us European artists to be in an exchange with the Chinese art market. Well, I think China has such a rich cultural heritage in the arts and architecture, and also such a vivid and booming contemporary art scene. So it's already very exciting for me as an European artist to be able to be part of that and be in an exchange with a Chinese gallery. And I think the best way to improve communication and cooperation is always by just working together and fostering relationships by doing projects together. And yeah, I find it very valuable and enjoy it a lot. I hope it's not the last time. Es gibt ja lange Tradition eben und ich bin ja auch an alter Kunst sehr interessiert, eben auch an der alten chinesischen Kunst sehr. Und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass das ausgebaut wird. Die Kunstausstellung wurde von Künstlern und Kunstliebhabern in Beijing sehr gut angenommen und die Galerie war gut besucht. Die Besucher der Ausstellung können die vielfältigen visuellen Effekte bewundern, die die Künstler mit verschiedenen Materialien und Techniken geschaffen haben.